Wir sind in Malaysia, erstes Wochenende für mich dieses Jahr. Wir haben gleich ein Back-to-Back-Rennwochenende, das heißt erstes Rennwochenende, zwei Rennen, zweites Rennwochenende, zwei Rennen. Wir nehmen euch mit, wie viel wir euch zeigen können, können wir jetzt noch nicht sagen, weil einfach alles neu ist hier in Asien. Und von daher, ihr wisst jetzt schon mehr, schaut einfach mal rein. So Leute, was ein geiler Tag. Qualifying auf P2, dann das erste Rennen gewinnen können, hat einen Hammerfight mit dem Rob Huff. Ich weiß nicht, ob wir es dürfen, ihr seht jetzt gleich, vielleicht können wir eine Onboard-Aufnahme mit reinnehmen. So hat das ausgesehen, war echt Hammer, gegen den Weltmeister zu kämpfen und ihn dann zu schlagen. Zweites Rennen war auch ein Mordschaos, enorme Wetterverhältnisse, es hat geregnet und es wie Sau. Dann hatten wir eine Startverzögerung, 1,5 Stunden später konnten wir dann fahren. Konnte dann von Reverse Grid von Platz 7 auf Platz 1 fahren, einen Doppelsieg einholen für Hyundai und fürs Team, war einfach ein Hammergefühl. Bin mega platt, wir konnten nicht ganz so viel filmen. Haben aber Bilder für euch, schaut euch mal die Bilder an.
Ihr habt die Bilder gesehen, Hammergefühl, war echt super. Jetzt haben wir natürlich nächste Woche gleich wieder das Rennwochenende, deswegen macht es keinen Sinn, jetzt Sonntag nach Hause zu fliegen, Mittwoch wieder herzufliegen. Wir bleiben hier, ich habe einen Tag frei bekommen und der Marco und ich, wir schauen uns jetzt mal KL an. Hey Leute, wir sind hier in KL zu meinem ersten Rennen im Jahr 2019. Hinter mir, beziehungsweise hinter euch, sind die Petronas Tower und ich würde sagen, wir sind ein guter Start, um den Vlog anzufangen. Mach mal mit. Nein, wir organisieren jetzt erstmal keine Trackmap, sondern eine Citymap und schauen mal, was man hier in KL alles anschauen kann. Gerade Aquaria, weil das Aquaria hier sehr geil ist. Das mit der Navigation nicht ganz so. David zum Rechnen. Wir sehen uns gleich hoffentlich im Aquaria wieder. Wir sind hier jetzt in einem Unterwassertunnel, aber schaut es euch mal selber an, Wahnsinn. Müssen wir mit dem Taxi zu dem Restaurant fahren von Chinatown. Und jetzt haben wir ...15:53 Uhr. Das heißt, wir könnten jetzt entweder hier noch schauen oder gleich mal losfahren. Ja, jetzt schauen wir erst mal, ob wir ein Taxi kriegen, oder? You better grab that tambourine, bring the bass, we might be wicked. Jörg, geht's jetzt nach Chinatown? Unser Taxifahrer. Was hat er gesagt? Das Lied bei dir. Where are you from, sir? Germany. Sorry? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Chinatown. Dann geht es zum Abendessen. Aber Chinatown ist mega hier in KL. Schaut euch das mal an. Zum
mal da und jetzt schauen wir uns mal Chinatown an. Wenn wir hier morgen nur gehen können und nicht überfahren werden, haben wir alles nicht. Also das kann man hier gar nicht beschreiben. Ich bin echt geschockt. Mega. Der Tag in KL ist jetzt leider schon rum. Wir haben jetzt noch ein Abendessen mit dem Team zusammen und dann geht es für uns morgen schon wieder zum Arbeiten an die Rennstrecke. Morgen ist ein sehr harter Tag. Wir haben 2 freie Trainings, 2 Qualifying und 2 Rennen an einem Tag, bevor wir dann wieder nach Hause nach Deutschland fliegen. Morgen nehmen wir euch natürlich wieder mit. Das heißt, für mich heute früh schlafen gehen, topfit sein und dann morgen die Meisterschaft verteidigen. Bis morgen. Hatte richtig Schiss. Nein! Was drauf? Malaysia! Fängt gut an. Now we are ready. Off to race 3. Ah! Race 2! Wir sind hier in KL zum ersten Rennen. Nein, ich meine zweimal so. Ich muss erst schon mal wieder ein bisschen warm werden.